Erstmal war das so, dass der Junge sich sehr gut auskannte. Also der ist hier ganz schnell um die Ecken gefahren. Und am Anfang, muss ich echt zugeben, habe ich das auch ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Aber dadurch, dass ich beim Radfahren nicht ganz so schlecht bin, konnte ich dann halt relativ schnell die Sache wieder zumachen. Das ist jetzt quasi der Poller da, wo er dann halt gestürzt ist. Und so konnte ich ihn dann halt greifen und quasi der Polizei übergeben. Grundsatz ist immer, man sollte so viel tun, dass man sich nicht selber in Gefahr bringt. Aber der Profi war wohl so überlegen. Ich glaube, da hat nie Gefahr bestanden. Das war also absolut richtig.
ist doch gleich zu Ende. Ja gut, also erstmal muss man ganz ehrlich sagen, kommen hier schon viele junge Leute rein und erkundigen sich halt nach Fahrrädern, gerade BMX-Räder. Aber meistens ist es so, dass sie sich wirklich nur erkundigen. Die wenigsten haben natürlich auch Geld, um das zu kaufen. Und bei ihm war es halt so, dass er halt Fragen gestellt hat nach dem teuersten Rad, wie viel wir davon auf Lager haben. Und ja, das ist dann schon, das sind schon Fragen gewesen, die halt nicht so häufig vorkamen. Und von daher war das dann immer wieder der Indiz dafür, dass irgendwas nicht so ist wie normal. Ja, also gut, wir haben ihm dann gesagt, dass er eine Probefahrt machen kann, haben halt auch nach dem Personalausweis gefragt. Den hat er uns halt auch einfach gegeben. Also von daher hatten wir schon da erstmal eine kleine Sicherheit, was ja erstmal nichts heißt. Und dann hat er halt gefragt, ob er eine Runde draußen um die Häuser fahren kann. Dann haben wir halt gesagt, dass es nicht möglich ist, dass er hier auf dem Hof bei uns fahren kann, so dass wir ihn halt immer sehen. Und ja, das hat er dann halt auch gemacht, hat halt immer wieder auf dem Hof mal 5 bis 10 Minuten gestanden, hat sich das Fahrrad immer wieder angeguckt. Das war für uns dann natürlich auch komisch, wenn einer 10 Minuten vorm Fahrrad steht und sich da eine Bremse anguckt und ein Tretlager anguckt. Ja, und dann ist es so gewesen, dass bei uns der LKW, der DHL-LKW gekommen ist, der halt unsere Sendungen, weil wir halt einen Online-Versand haben, abholt. Und ja, das war halt dann, sage ich mal, die optimalste Voraussetzung für den Dieb, dass er gesagt hat, jetzt sind die Jungs abgelenkt und jetzt versuche ich zu flüchten. Erstmal war das so, dass der Junge sich sehr gut auskannte. Also der ist hier ganz schnell um die Ecken gefahren, was ja erstmal, sage ich mal, schwierig für jemand ist, der jetzt vielleicht nicht ganz fit ist. Weil wenn man jemand auf einmal nicht mehr sieht, weil er um 3 Ecken verschwunden ist, dann ist es schon erstmal schwer, da hinterher zu kommen. Und am Anfang, muss ich echt zugeben, habe ich das auch ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und habe gedacht, ja, mit dem BMX-Rad, kleiner Junge, das ist nicht ganz so schwierig für mich. Aber dann habe ich schon gemerkt, dass der halt relativ schnell weg war. Und auf den Geraden bin ich dann halt auch immer wieder rangekommen. Dann waren ein paar Schikanen eingebaut, ein paar Böller. Also so, dass man mit dem BMX-Rad leichte Vorteile hatte. Aber dadurch, dass ich beim Radfahren nicht ganz so schlecht bin, konnte ich dann halt relativ schnell die Sache wieder zumachen und habe ihn dann unterwegs halt immer wieder aufgefordert, stehen zu bleiben. Habe halt gerufen, bleib stehen, sofort stehen bleiben. Aber da kam keine Reaktion, also der ist einfach weitergefahren, hat sich auch nicht umgedreht, nichts. Hätte wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass man ihn kriegt. Von daher war er sich schon ziemlich sicher. Und er ist auf einmal links abgebogen in so einen kleinen Weg rein. Und da stand dann halt in der Mitte so ein Poller. Und da ist er halt mit dem Lenker dran hängen geblieben. Und das Lenkrad ist dann direkt umgeschlagen. Und er hat sich halt überschlagen. Und ja, hat sich dann halt auch ein bisschen verletzt. Hat eine Platzwunde am Kopf gehabt. Von daher war die Situation, wie ich den Täter stelle, für mich dann ganz schnell erledigt.